René Bischoff ist der diesjährige Manor-Kunstpreisträger. Und in diesem Preis, der mit 15.000 Franken dotiert ist, ist eine Einzelausstellung im Kunstmuseum vorgesehen. Und somit hatte René Bischoff die Gelegenheit, neue Werke in den Räumen des Kunstmuseums zu platzieren. Sein zeichnerisches Werk gefällt mir außerordentlich gut, weil es von subtiler Ironie gekennzeichnet ist. Er schafft ein großes Universum, in dem er Zitate, Kommentare geschickt integriert. Ich würde sagen, ich spiele mit meiner Umgebung, mit vorhandenen Materialien, Magazinen, Bilder aus dem Internet, Texte aus dem Internet, mit Fakten aus News und Klatschheftchen. Ich spiele einfach damit und dann kommen so Einflüsse rein, Politik, Gesellschaftskritik, das geschieht dann alles so automatisch. Aber es ist nicht wirklich negativ, finde ich. Zur Ausstellung hat René Bischoff auch ein Künstlerbuch konzipiert. Es ist quasi eine Quintessenz aus seiner umfangreichen Textsammlung. Ist ein Einbau zu sehen, eine Art Aufenthaltsraum in der Ausstellung, wo man Kaffee trinken kann, meine Publikationen anschauen kann, Fotos durchwühlen in Schachteln. Es gibt eigentlich keine Regeln, alles kann zu meiner Kunst werden, oder?